München. Ein tragisches Unglück ereignete sich am Dienstnachmittag am Rotkreuzplatz in München. Ein 68 Jahre alter Mann wurde von einer Papierpresse zu Tode gequetscht. Wie die Berufsfeuerwehr München am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tragödie gegen 15:30 Uhr. Der Mann war Hausmeister von Galeria Kaufhof in der Pötschnerstraße. Laut Feuerwehr war der 68-Jährige mit Arbeiten an der Maschine beschäftigt, als plötzlich das Presswerk zurückfuhr und ihn einklemmte. Mitarbeiter entdeckten den Kollegen und alarmierten die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung des Toten gestaltete sich als schwierig. Mit Hilfe einer Seilwinde konnte der Verunglückte nach etwa 3 Stunden aus der Presse befreit werden. Die Arbeitskollegen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Update 12.10 Uhr, Details zum Unfallhergang. Wie die Polizei München mitteilte, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Papierstau in der Presse. Der 68-jährige Hausmeister wollte diesen beseitigen und geriet dabei mit seinem Oberkörper in die Pressanlage.